So, April kann ich kurz machen. Da habe ich gar nichts gespielt. Haha. Die Xbox-Version von Hellblade. Ja gut, Hellblade habe ich auch gespielt, allerdings letztes Jahr auf der PlayStation. Ja. War letztes Jahr auch, glaube ich, mein Spiel des Jahres oder zumindest Echt? Mit vorne dabei. Okay. Es hat einfach, klar, es ist vom Gameplay her nicht so wahnsinnig aufregend und auch von der Story her nicht unbedingt, aber ich finde halt eine wahnsinnig geile Atmosphäre. Ja, Story, ja, Atmosphäre, ja, aber Gameplay teilweise, die Kämpfe haben mir auch Spaß gemacht, aber dieses Runensuchen und dann einmal bist du doch in diesem brennenden Haus, Ja, das war lästig, das war oh, nervig, das Sau, ja. also da war ich auch kurz davor, dadurch, dass es ja nur als Download gab, konnte ich nicht mal die Disc aus dem Fenster schmeißen, ja. Aber da war ich kurz davor, die Konsole aus dem Ja. Fenster zu schmeißen. Da hat mich auch nur die Neugier dazu gebracht, das durchzustehen, weil, also das war wirklich richtig Frust. Ja, es gab aber auch da im Prinzip so eine, ja, Trick möchte ich jetzt nicht sagen, aber wenn man wusste, worauf man achten muss, war das auch kein Problem mehr. Also man hat, Nee, ich hab es war einfach dadurch, dass das Spiel ich dann gesagt hab's hat, umschnallt. wo jetzt gerade knacken, wo jetzt, Ja. was jetzt die Mechanik steht, hinter dem Rätsel steckt. Ja. Bei den anderen Abschnitten war es teilweise klar, du warst im Dunkeln unterwegs und man hat dir gesagt, achte auf das Geräuschphase, wo du hin musst. Da hatte das Spiel mehr oder weniger immer Ja. gesagt, was jetzt quasi der Kniff ist, der jetzt dem Abschnitt zugrunde liegt. Aber da hat's gefehlt. Der Zeitdruck war halt das, was mich da so Ja. mega, weil du hast ja erstmal rausfinden müssen, was du machen musst Ja. und hattest aber diesen Zeitdruck und ich habe bestimmt 30, 40 Versuche braucht, bis ich das dann, weil selbst als ich dann wusste, okay, ich muss das machen und dann so, wie war der Weg nochmal, wieder zu lang gebraucht, nochmal von vorne und dann, Und dann eben halt dieser Alter. Punkt mit dem vermeintlichen Permadeath bei 7 Toten. Ja. Wo er dann noch so, ah, scheiße, bin ich fünfmal im Eck gestorben, noch zweimal, dann war's das. ja. Aber trotzdem, ich sag, nee, also es war atmosphärisch, fand ich das Spiel absolut gigantisch und das hat für mich in dem Fall alle anderen Kritikpunkte im Prinzip wirklich überwogen. Nee, Die durchaus vorhanden sind, gar keine Frage, aber. bei mir war tatsächlich, wie gesagt, die Kämpfe fand ich ganz cool. Die haben mich jetzt auch nicht gestört, dass die relativ einfach waren. Die waren halt cool inszeniert, deswegen hat mich es nicht gestört. Aber dieses Runensuchen kam viel zu oft, war viel zu lang. Und das hat mir das Spiel so, also so weit runtergezogen, Okay. dass es halt für mich eben nicht in die Top-Liga aufsteigen konnte. Obwohl, wie gesagt, Story und Atmosphäre richtig geil waren. Nee, Und auch die räumlichen Soundeffekte das und habe ich in alles. Und dem Fall wirklich tatsächlich höher gewichtet als ja, diese Macken im ja. Gameplay. Das waren Ja, klar, wirklich. muss jeder fürs. Also ich kann das verstehen, ja, Mach aber für mich ich auch persönlich. nicht bei jedem Spiel, es kommt wirklich Ja, aufs Spiel, aber bei dem Spiel genau. war es dann wirklich ein Punkt, wo ich sage, das bei dem Spiel ist für mich Atmosphäre Ja. höherwertig in dem Fall als so eine Ja. Macke im Gameplay. Mich hat halt die Macke extrem angekotzt. Wie gesagt, jedes Spiel hätte seine Macken und entweder triggern sie dich oder halt nicht. Und da hat's mich halt extrem genervt. Spiel, was ich im April leider auch ausgelassen habe, obwohl ich mich wahnsinnig darauf gefreut hätte, zu spielen, wäre Battletech. Okay. Quasi ja, rundenbasiert mit Max im Battletech-Universum. Leider Gottes nur für PC erschienen und deswegen ist es bei mir dann leider auch rausgefallen. Ah, Ich okay. hoffe immer Deswegen, noch, das dass hatte es ich gar nicht auf dem Schirm. irgendwann mal noch auf Konsole kommt, weil ich bin halt Ja. echt, ja, ich bin einfach ein Riesenfan von großen Mechs. Nicht Mechas, sondern wirklich Mechs. Und Battletech ist halt da wirklich. Battletech und MechWarrior, das sind so die Szenarien, die Spiele, die ich dermaßen gerne auf Konsole hätte, aber leider nicht krieg bis jetzt. Na, okay. deswegen, ja, leider falsche Plattform für mich. Was aber auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Dinger im Klopper, im wahrsten Sinne des Wortes, im April war God of War. Habe ich hier liegen, habe ich noch nicht Ja, angefangen. hab ich durchgespielt. Ich hab's nicht Ja. platiniert, aber ich hab's durchgespielt. Und. Also ich habe es jetzt immer noch nicht so hundertprozentig entschieden, was mein Spiel des Jahres ist. Ich mache das quasi jetzt on the flyer am Ende des Podcasts. Okay. Aber God of War ist definitiv ein ganz, ganz heißer Kandidat dafür. Deswegen, also das habe ich halt auch auf noch meiner Ja, absoluten Liste, auf, den würde ich auf muss ich jeden Fall noch noch zocken, spielen. ja. Zum einen schon mal weg von diesem gängigen Hack-and-Slay-Mechanik, was God of War bisher immer hatte. Wobei es auch ein bisschen schade ist, weil sowas gibt es halt Ja, gerade nicht mehr. stimmt, ja. Ja. Man ist ein bisschen mehr hin und jetzt muss ich mir gefallen aufhören zu diesem Souls-like-Gameplay, sprich weniger Gegner, aber dafür stärkere Gegner. Man hat die Kamera näher an Kratos rangepackt Ja.
Man hat ihm halt eben mit seinem Sohn, mit Atreo, einen Sidekick verpasst, den der Spieler quasi als Special Move aktivieren kann, sage ich jetzt mal einfach. Dann eben halt mit Pfeilen auf die Gegner schießt, auf Knopfdruck. Er kämpft auch autark, ohne dass der Spieler was tut. Und agiert auch autark, indem er Gegner angreift oder sie teilweise dann in den Würgegriff nimmt, damit du die Axt nach ihm werfen kannst oder sowas. Das macht er auch von sich aus. Aber du kannst auch wirklich auf Knopfdruck eben halt diese Pfeile als Special Move einsetzen. Später kriegst du auch verschiedene Elemente auf die Pfeile, die entsprechend auf die Gegner wirken, wo du dann auch gezielt sagen kannst, du greifst mir jetzt den Gegner an und stackst den mit den Blitzpfeilen, dann habe ich den nämlich jetzt für 10 Sekunden aus dem Gefecht genommen und kann mich in der Zeit um den Gegner kümmern. Ja. Also quasi als taktisches Element. Nichtsdestotrotz, Spiel des Jahreskandidat ist für mich nicht wegen der geilen Grafik. Obwohl die echt geil ist. Wirklich geil ist, ja. Auch nicht wegen der Story, die ich auch durchaus interessant finde und die auch... Das ist kein Story-Spoiler, auf geht, aber wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, auf jeden Fall nochmal wieder zurück an den Anfang. Lalalala. Das ist kein Story-Spoiler. Geht auf jeden Fall nochmal zurück an den Anfang in die Hütte von Kratos. Dann triggert ihr nämlich die After-Credit-Scene quasi. Und die weist auf den hoffentlichen zweiten oder fünften Teil in dem Fall dann hin. Was passiert, verrate ich nicht, aber geht auf jeden Fall zurück, wenn ihr das Spiel durch habt und geht nochmal zurück zur Hütte, um diese Szene zu triggern, weil das ist eigentlich das wahre Ende von der ganzen Geschichte. Aber es ist nicht wegen der Story mein Spiel des Jahres, auch nicht wegen Charakteren, nicht wegen der Optik, nicht wegen Sound, sondern einfach weil, wegen der schönen Verpackung. Ja, genau. Diese schöne blaue Hülle, was drin ist. Ja. Nee, es sind tatsächlich wirklich die Charaktere, also die Chemie zwischen den Charakteren. Oh. Und auch wenn es haufenweise wirklich Memes gab mit Boy, 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 Boy. Es gibt 128 Arten, wie man Boy oder Junge sagen kann, habe ich mittlerweile gelernt. Das ist definitiv so und das ist auch wirklich so ein Kritikpunkt, der wirklich valide ist, dass es nicht ganz glücklich gelöst ist. Aber was mich persönlich halt wirklich gepackt hat beim Spiel, war wirklich diese Vater-Sohn-Beziehung, die sich im Laufe des Spiels entwickelt, die sich verändert, wirklich merklich verändert zwischen den beiden. Die Kratos als Charakter, du bist halt The Ghost of Sparta, er hat seine Familie geschnetzelt, klar, er ist eine gequälte Seele, aber er haut halt drauf und erst draufhauen und dann fragen, ja, er kontrolliert sich nicht. Eigentlich hat er alles und jeden geschnetzelt am Ende. Er kontrolliert sich quasi nicht, sondern das hat seine Mut im freien Lauf und macht damit auch viel eben halt selber kaputt. Ja. Aber mit God of War 4 im Prinzip haben sie Kratos eine für mich neue Facette verpasst, die ihn als Charakter wesentlich tiefer macht. Und er macht halt eben wirklich eine Wandlung durch im Laufe der Handlung, für mich glaubwürdige Handlung. Sein Sohn macht eine Wandlung durch. Mehr möchte ich jetzt an der Stelle spoilern, alles andere wäre Story-Spoiler. Ja, da würde ich dich auch wirklich hauen für. Aber es gibt eine Szene, und das ist kein Story-Spoiler, was wirklich nur eine kleine Szene ist, die mir persönlich gezeigt hat, yo, das ist für mich wirklich ein knallharter Kandidat, für mich persönlich für Spiel des Jahres, wo man über den See schippert, man kennt man aus den Trailern, dass man sich quasi auf diesem See als Level-Hub quasi bewegt. Ja. Und man hat dann den Kopf von Mimir dabei, der so ein bisschen Wegweiser ist, so ein bisschen Hinweisgeber und Stichwortgeber. Ja, ja. Und immer wenn man so über den See schippert, finden Dialoge statt, entweder halt zwischen Kratos und seinem Sohn oder zwischen Mimir und dem Sohn oder Mimir erzählt irgendeine Geschichte oder irgendeine Sage oder irgendwas, es ist immer eine Interaktion irgendwo da. Und dann gibt es eben eine Szene, wo sie im Boot sitzen und es geht dann eben halt um die tote Mutter. Auch kein Spoiler, erfährt man auch gleich am Anfang, dass die Mutter tot ist. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Das ist auch kein Spoiler, das erfährt man an der ersten Szene, dass das gerade quasi alleinerziehender Papa ist. Ja. Und dann geht es um die tote Mutter. Und dann gibt es halt eben diese Szene, wo man halt eben sieht, der Junge trauert halt eben auch um seine Mutter, logischerweise. Kratos trauert um seine Frau, der Junge trauert um seine Mutter. Aber sie trauern halt eben auf unterschiedliche Art und Weise, während Kratos halt eben so... Ein echter Mann steckt das weg und schiebt es weg und spricht. Also ich dachte, ich hau jetzt alle tot! Ja, das auch noch nebenher. Ja. Sieht man halt eben, dass der Junge halt eben auf eine andere Art und Weise trauert und halt eher das Bedürfnis hat, über seine Trauer zu sprechen und sich sehr einfach zu verarbeiten. Und dann gibt es halt eben diese Szene, wie sie halt eben einen Dialog führen über die Mutter der Junge sitzt dann irgendwie so halt so schräg vor Kratos und erzählt halt so quasi und guckt so nach vorne, wo sie hinfahren und Kratos rudert. Und dann gibt es halt eben diese Szene, wo der Junge halt eben erzählt und dann Kratos so einen kurzen Moment so die Hand nach ihm ausstreckt, so, um die Hand auf die Schulter zu legen und dann aber kurz verharrt und dann aber die Hand wieder zurücknimmt, wo ich als Spieler davor gucke und sage, Alter, leg ihm doch jetzt die Hand auf die Schulter und zeig ihm, dass du da bist für ihn. Ja. Mehr will er doch in dem Moment gar nicht. Ja. Und einfach diese Chemie, die da in dem Moment halt so für mich persönlich der Höhepunkt erreicht, in der Vater-Sohn-Beziehung,
hat es für mich halt zum absoluten Top-Favoriten und mit heißem Kandidat für Spiel des Jahres gemacht. Ich bin mal gespannt. Ja, ich würde es definitiv nachholen, weil, wie gesagt. Ja, werde ich auch, aber. Es fängt schon brachial an mit dem Tutorial. Der schrittgroße Tutorial-Kampf, wo quasi die Steuerung nahegebracht wird, der ist schon richtig fucking epic. Oh, Tutorial, das wird nachher noch ein ganz großes Thema werden, aber okay. Egal. Ja, also definitiv, wie ich sage, auch Grafik top, Sound top, Gameplay, ja, man hat halt jetzt im Prinzip noch eine Waffe quasi mit verschiedenen Möglichkeiten des Einsatzes, eben halt diese Axt. Zwei Welten sind völlig sinnlos, weil sie einfach nur so Spielstrecker-Welten sind, wo man halt am Schluss dann einfach nur noch irgendwie grindet, um irgendwie Ausrüstung nochmal zu verbessern oder irgendwas, aber storytechnisch bringt es einem nicht wirklich weiter. Aber die einzelnen Welten, die man vorher besucht, sind von der Optik her, vom Design her abwechslungsreich, von den Gegnern abwechslungsreich, weil sie halt eben unterschiedlich agieren, die Gegner. Interessante Mechaniken, wie zum Teil die Kämpfe, die fast nur im Dunkeln stattfinden, wo man halt wirklich nur kurz den Spot dann sieht, wo der Gegner ist und sich damit orientieren muss. Grandiose Bilder teilweise, wenn man über so einen verschneiten Bergkamm irgendwo geht, quasi das nächste Levelgebiet und so das weitläufige Areal dann sieht. Aber für mich halt eben das Highlight, diese Beziehung zwischen den Charakteren, Vater, Sohn, auch wenn viel drüber lustig gemacht wird und über Kratos sagt, Junge, Boy. Es ist exzessiv, ja, aber es sind wirklich diese stillen Momente, wenn sie im Boot sitzen, wenn sie miteinander interagieren, die das Spiel für mich so besonders machen, die man halt wirklich richtig, richtig geil rüberbringt, die mich auch wirklich emotional bewegt haben und gepackt haben, was wirklich wenige Spiele schaffen in der Regel, also emotional packen, abseits von, ich schmeiß einen scheiß Controller gegen jemanden, was mich so dermaßen anfickt. Sondern wirklich, wo die Charaktere mich packen, wo ich mir die Charaktere mitfühlen kann und sagen, ja. Also in den ruhigen Momenten ist es fast besser als in den Action-Momenten. Und das bei einem God of War? Wer hätte das gedacht? Ja. Boy! Ja, grandios. Wie gesagt, diese eine Szene war für mich so das absolute Highlight im Spiel. Da saß ich echt dran, Alter, mach's doch einfach. Ja. Sei doch nicht so. Ja, aber man merkt halt, dass Kratos halt auch nicht so einfach aus seiner Haut kann. Aber gleichzeitig gibt es ihm halt so eine Tiefe, weil wer hätte gedacht, dass Kratos überhaupt mal auf die Idee kommt, irgendwie, jetzt könnte ich ihn vielleicht täuschen. Und anstatt einfach sagen, Junge, komm, stell dir jetzt an, nimm die Axt und hack dir den Kopf ab. Also ganz groß fand ich, echt klasse. Ja, da bin ich noch gespannt. Jo. Noch mehr im April? Nee. Gut. Also es gab noch mehr, aber Spiele damit beschäftigt, außer besagtes Extinction von vorhin. Aber was habe ich nicht gespielt, sondern hat es auf dem Schirm, aber ne. Dann kommen wir zum Mai. Alles Nein macht der Mai. Alles Nein macht der Mai. Da haben wir tatsächlich zwei Spiele, wobei eins so ein bisschen unfair ist, weil es eigentlich schon vorher auf den großen Konsolen erschien und nur ein Re-Release auf der Switch da quasi war, nämlich Battle Chasers Night War. Habe ich auf den großen Konsolen gespielt. Ah, okay. Also ich habe es für die Switch angefangen und dann unterbrochen und habe es seitdem noch nicht weitergespielt. Werde ich aber definitiv noch machen. Ja. Ja. Ich bin am überlegen, wenn ich ein Angebot finde, entsprechend euch mir auch für die Switch nochmal holen. Ja. Weil, also ich finde halt vor allem die Optik, das Art Design ist ein Traum. Ja. Also Art Designer ist Joe Madureira, der auch für Darksiders 1 und 2 verantwortlich war, was das Art Design angeht. Und eben die Battle Chaser Comics rausgebracht hat auch. War früher auch mal lang X-Men Zeichner und so. Also, ja, das ist halt ein Traum. Es ist ein schön klassisches JRPG, das im Westen entwickelt wurde. Ja. Rundenbasierte Kämpfe. Die Kämpfe sind auch ziemlich cool mit dieser Mechanik, dass du da diese Zusatzpunkte aufbaust, wenn du nur um dann deine Spezialangriffe erstmal nicht um dein Mana verbrauchen kannst, sondern wenn du nur mit Standardangriffen angreifst, füllst du diese Zusatzmana-Leiste erstmal auf, die du dann erstmal verbrauchen kannst, ohne dein eigentliches Mana anzugreifen. Ja. So, und das ist halt. Element halt eben. Genau, das ist halt echt cool und. Was ich nicht ganz so cool finde, ist die Art, wie sie die World Map gestaltet haben. Ja, nicht so ein bisschen, die Feld. Da merkst du halt, dass das Budget nicht so hoch war. Die Feld im Vergleich zum sonstigen eigentlich echt grandiosen Art, die werden nicht so ein bisschen einfallslos und langweilig. Ja. Nee, also auch, dass sie da nur diese
vorgefertigten Wege wie bei Super Mario Bros. 3. Das meine ich mit auch so ein bisschen selber. Das ist so ein bisschen schade. Ja. Abgesehen davon aber echt ein Geheimtipp, muss ich sagen. Und auch schön, wenn man meint, wie es anfangs ist es so, wenn du an Punkt X kommst, dann wird halt eben der Kampf getriggert, weil da halt ein Monster drauf und du kommst schnell dran vorbei. Ja. Wenn du dann mal einen gewissen Level Vorsprung gegenüber dem Monster hast, die skaliert halt nicht mit, sondern wenn ich dann mal Level 10 habe und ich komme wieder auf ein Feld mit so einem Level 2 Kampf quasi, weil ich tatsächlich frage, ob ich den Kampf machen möchte oder ob ich ihn überspringen möchte und einfach keine Zeit verschwenden möchte und einfach nur über das Feld drüber laufen. Komfortfunktion, ja. Ich finde die. Aber ich finde es auch gut, dass die nicht mitskalieren. Ja. Weil was mir immer wichtig ist, ist so ein gewisses Machtgefühl zu merken. Zu merken, so, ich werde stärker. Ja. Und wenn die Gegner halt alle mitskalieren, dann hast du es halt nicht. Sehr gut nachvollziehen. Ja. Deswegen, also Battle Chasers, der Soundtrack finde ich toll. Ja. Also für Freunde von JRPGs schaut es euch unbedingt mal an. Oder rundenbasierten Kampf, klassischen Final Fantasy, Anfangsfigur, Dingsdinge. Ja. Genau. Das ist echt cool. Mhm. Witzig finde ich halt auch, dass die Rollen so ein bisschen vertauscht sind. Weil eigentlich der aussieht wie der Tank, ist eigentlich der Heiler. Richtig. Die aussieht wie die Schwächste, ist eigentlich der Tank. Der größte Damage-Dealer. Der Gulli ist halt ein kleines Kind. Hat halt so Power-Handschuhe und haut halt dann mächtig rein. Ja. Und der riesen Kriegsgolem ist eigentlich der Heiler. Ne? Ja. Und lauter solche Sachen. Ne? Ja, stell halt Klischees ein bisschen auf den Kopf. Ja. Ne? Das finde ich ganz witzig. Und also die Story, was ich bisher mitgekriegt habe, ist halt zweckmäßig. Ja. Aber der Humor passt da. Der Humor passt. Also es ist gerade auch die Charaktere untereinander, die sich dann erstmal so ein bisschen kabbeln in den Dialogen. Man muss halt sagen, es ist nicht vertont. Das ist natürlich auch was, wo du das Budget merkst. Ne? Ja. Wie gesagt, also ich finde es cool. Ja, mir gefällt es. Wer lesen kann. Ja. Mir gefällt es. Ist schön. Gutes Spiel, kein Superknaller, aber für Freunde des Genres auf jeden Fall ein Blick. Alle anderen spielen Probe oder immer das Spiel. Ja, genau. Nee, also ich finde es wirklich cool. Also das werde ich auch definitiv weiterspielen. Ja. Wenn ich mit Valkyria durch bin, liegt es schon bereit. Gut. Wenn nicht vorher was anderes rauskommt. Nee, glaube ich nicht. Also jetzt von dem, was so die Release-Listen momentan, zumindest für die Switch, wird es mein nächstes Spiel sein, wo ich weiterspiele, auf jeden Fall. Gehen wir weiter. Ja. Ich habe noch gespielt Bloodstained Curse of the Moon. Das habe ich nicht gespielt. Allerdings bin ich da noch nicht so weit. Das ist im Prinzip. Ja, es ist im Prinzip ein 2D Castlevania. Cool. Ja. Okay. Es ist ja von dem Designer, der früher die Castlevania verantwortet hat. Ja. Und die machen ja gerade das große Bloodstained, das im Prinzip Symphony of the Night mäßig wird. Und mit Bloodstained haben sie halt so die NES Castlevanias. Hommage. Ja, genau. Was da halt dazu kommt, ist, dass du unterschiedliche Charaktere hast. Mhm. Und nicht nur halt den Peitschenhieb, sondern du hast noch einen mit dem Schwert und bla und so. Und es ist ganz cool, aber hat mich jetzt nicht ganz so gepackt, wie ich dachte. Okay. Weil, also die Grafik ist halt NES-Niveau. Das ist halt. Zum schon genau mittlerweile 4K-fähige Konsole. Ja, das ist halt schon arg angestaubt. Ja. Und vom Gameplay muss ich sagen, fand ich es jetzt nicht schlecht, aber die alten Castlevania, also gerade Super Castlevania oder so, hat mich mehr gepackt. Mhm. Ne? Aber ja, also das ist halt. Wenn ich mal so gar nichts habe, spiele ich es vielleicht nochmal weiter und mal schauen. Wenn ich mal so gar nichts habe, als ob das jemals verdammt nochmal scheiße vorkommen würde. Ich weiß, ach Mensch. Ja, mehr sage ich dazu jetzt mal nicht, weil wie gesagt, ich habe es noch nicht so gespielt. Ich habe noch tatsächlich einen weiteren Titel, den ich gespielt habe im Mai. Mhm. Nämlich Tennis Fucking Scheißdrecks Fick World Tour. So gut, ja. Ich habe mich so dermaßen wie Bolle gefreut, dass endlich wieder Tennisspiele kommen, weil ich ein großer Fan der Topspin-Reihe früher war. Mhm. Ja, und auch Virtual Tennis durchaus spaßig fand als Arcade-Version davon. Dann kam AO Tennis,
auf dem PC ursprünglich mal raus. Das hätte ich mal lieber Mario Tennis gespielt. Ja, glaube ich, das wäre noch weniger Tennis. AO Tennis habe ich dann weggelassen, weil es da hieß, ja, die Steuerung und Zufall und die Schläge, man kann schlagen, was man will, es ist irgendwie so zufallsbasiert und bla und blub und hin und her. Deswegen habe ich gesagt, gut, dann nimmst du Tennis World Tour, unter anderem, weil da auch ehemalige Topspin-Macher mit die Finger drin hatte. Und dann kriege ich da so einen fucking Scheißdrecks unfertigen Software-Müll präsentiert, der jeder Beschreibung spottet und sogar das 5, 6, 7, 8 Jahre alte Topspin 3 auf der Xbox 360 sich um Welten besser spielt, besser aussieht, bessere Spielmechanik hat, kürzere Ladezeiten hat und einen funktionierenden Online-Modus. Das ist die größte Frechheit. Das Spiel hat, glaube ich, ich habe es jetzt, glaube ich, vor 3 Wochen von der Festplatte geschmissen. Bis heute steht, glaube ich, noch beim Multiplayer dran, coming soon. Das Dreckspiel kam vor fast einem Jahr raus, wir haben es bis heute nicht geschafft, den scheiß Multiplayer-Modus nachzureichen. Es spielt keine Rolle, welchen Schlag du anwendest. Die Spielfigur entscheidet selber, welchen Schlag sie spielt. Du drückst den Button für Topspin, nö, ich spiele jetzt einen Slice, weil ich habe jetzt Bock auf Slice. Dann spielt er einfach einen Slice, ob es jetzt Sinn macht oder nicht. Du drückst den Knopf, aber er schlägt halt einfach mal nicht, weil der Computer entscheidet, nö, der Gegner schlägt jetzt einen Ast. Du reagierst jetzt einfach nicht auf den Schlag. Das ist wie bei Wii Sports Tennis. Ja. Und du rennst schon einmal 3 Schritte nach vorne, obwohl du gar keinen Knopf gedrückt hast beim Aufschlag vom Gegner. Weil das Spiel hat es entschieden, das so zu machen. Okay. Du hast teilweise das Gefühl, du hast null Kontrolle über deinen Spieler. Mhm. Du stehst richtig zum Ball, du drückst den Knopf, er schlägt nicht, er schlägt erst 2 Sekunden zu früh, er schlägt direkt und trifft den Ball trotzdem nicht. Mhm. Im nächsten Moment triffst du den Ball wieder. Dann denke ich, jetzt habe ich meinen Gegner ganz nach rechts rausgespielt, jetzt haue ich ihm schön einen langen Topspin auf die linke Seite. Nein, das Spiel spielt einen kurzen Slice genau in die Mitte, damit der Gegner noch kriegt. Und das ist beim Tennisspiel. Da! Mhm. Wenn ich den 40 Euro für den Scheiß bezahlt hätte, ich hätte die Disc aus dem Fenster geschmissen. Ey, das Spiel hat mich so fucking frustriert, das kann ich mir nicht vorstellen. Wobei die Idee an sich ja, dass man Skillkarten quasi einbaut in das Spiel, dass man mit, wenn dein Spieler aufsteigt und auflevelt, kriegst du quasi Skillkarten, die deinen Spielstil weiter beeinflussen können, wo du halt, wenn du sagst, ich habe jetzt alle Levelpunkte irgendwie in Ausdauer gesteckt und damit halt einen starken Grundlinien-Spieler, dann hast du eine Skillkarte, die zum Beispiel halt 5% mehr Power in Grundlinien-Schläge legt oder irgendwas zum Beispiel. Oder wenn dein Erschöpfungsgrad größer 70% ist, machst du härtere Aufschläge oder so irgendwas. Also so, in dem Fall kannst du halt eben so, ich glaube, 3 Skillkarten mit reinnehmen in der Set. So Rollenspiel leid auch noch. Ja, aber extrem leid. Also du merkst einfach auch dadurch, dass die ganze fucking Spielmechanik nicht funktioniert, merkst du auch nicht wirklich einen Einfluss für den Skillkarten. Okay. Aber wie gesagt, ein Tennisspiel, was selber entscheidet, welche Schlagvariante ich spiele, egal welchen Knopf ich drücke, macht schon mal gar keinen Sinn. Weil ich denke mir ja was dabei, wenn ich in dem Moment ein Topspin spiele oder wenn ich in dem Moment ein Slice spiele, dann denke ich mir ja was dabei. Ja. Als Spieler. Ja. Und dann kannst du mal nicht sein, dass das Spiel selber entscheidet, nö, das passt ja aber jetzt gerade nicht ins Gameplay, weil sonst wäre der Punkt nach 2 Schlägen vorbei. Ich mache jetzt das, was die KI-Spieler noch erreicht und gut ist. Und wenn du es merkst, oh nö, es ist mal wieder Zeit für ein Ass, dann schlägt der Gegner halt ein Ass. Und dann machst du halt einfach mal 3 Sprünge nach vorne, obwohl du dann gar keinen Button berührt hast, obwohl du den Controller quasi neben der Liga hast, machst du halt mal 3 Schritte nach vorne. Also eine klingt fucking Scheiße, das für eine Topspin-Macher. Klingt super. Ey! Ja. Unglaublich! Also das war jetzt wirklich das alte Spiel. Ich hab dann tatsächlich wirklich Topspin 3 rausgeholt und hab Topspin 3 weitergespielt, ja. Weil arschreine Spielmechanik funktioniert, sieht optisch sogar besser aus als das nagelneue jetzt Tennis World Tour. Ja, das hast du vorhin gesagt. Ja. Und wie gesagt, eine wunderbare Top-Spielbarkeit. Da kann ich auch mit 720p Grafik leben. Ja. Und mit Full HD, wenn es eh scheiße aussieht. Ja. Wie gesagt, und dann von ehemaligen Topspin machen, das ist eine absolute bodenlose Frechheit, so ein Stück Software-Scheiße abzuliefern. Du weißt ja nicht, was sie gemacht haben bei den Topspin. Ja, wahrscheinlich das Label-Design. Das Haus. Die Spielhülle-Design oder irgendwas. Das Schlaggeräusch vom Ball oder so. Also, eine Unverschämtheit vom Entwickler, sowas auf den Markt zu werfen. Ja. Und wenn man es dann irgendwann gepatcht hätte, hätte ich dann gesagt, okay, gut, ist halt nur mal heutzutage leider Gottes so, aber ich die Entwicklung scheiße finde, dass ein Spiel halt erst beim Spieler reift. Aber nee, selbst mit Patches spielt sich das Ding noch scheiße. Und wie gesagt, dass man es nicht hinbekommt, Monate nach Release im Multiplayer nachzureichen, ist eine absolute Verschämtheit. Ja. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Spieler zu sagen, ich verkaufe dir ein Spiel zum vollwertigen Preis, aber den Spielmodus enthalte ich dir vor. Aber der Menüpunkt grinst dich ganz frech an und sagt, coming soon. Ja.
Fick dich so ins Knie, hey. Sag ich dazu nur, leck mich am Arsch, hab ich mich da aufgeregt. Einer der größten Fehlkäufe, die ich dieses Jahr gemacht habe. Mhm. Alter Schwede. So, jetzt. Darfst du über Detroit sprechen? Ich beruhige mich jetzt wieder. Ja, genau. Detroit Become Human. Geile Überleitung, oder? Ja. Cooles Spiel. Also. Toller Film, meinst du? Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil. Also, es ist letztendlich relativ wenig Spiel, wie meistens bei Quantic Dream. Quantic Dream. Wie üblich bei David, ich bin ein Genie, fucking Cage. Ja, man mag von dem halten, was man will, aber bei Detroit ist so ein kleines Kunstgriffle geglückt. Ich hab's auch ein blindes Korn findet mal einen Huhn. Ne? Fuck mal so, ja. Ich fand's echt richtig cool. Also optisch teilweise unglaublich stark. Die Mimik driftet extrem selten ins Uncanny Valley. Bei Mimik ist ja Mass Effect Andromeda die Referenz aktuell. Ja, genau. dann die Vertonung ist super. Die Dialoge sind verhältnismäßig gut geschrieben. Die Charaktere verhalten sich weitestgehend nachvollziehbar. Mhm. Bis auf bei ein, zwei Kleinigkeiten. Und also das Spiel hat halt geschafft, dass ich tatsächlich mitgefiebert habe und dann auch über die ein, zwei Logiklöcher dann drüber hinwegsehen konnte. Okay. Wie bei Filmen, wenn sie gut sind, das ja auch funktioniert. Ne? Und also ich muss sagen, ich war echt drin und die Geschichte war spannend präsentiert und dann mal hier ein bisschen Action, da Spannung und ich wollte auch tatsächlich weil die können ja tatsächlich sterben, meine Hauptfiguren, und wollte dann echt gucken, dass ich die am Leben halt, weil... Hast du das? Ja, tatsächlich, ja. Wobei ich einmal eins wiederholen muss. Ah. Erwischt. Ja, weil der Connor war halt der Coolste und der ist mir an einer Stelle verreckt und so... Na, ich will aber nicht ohne. Und dann habe ich es erstmal liegen lassen, eine ganze Zeit lang, bis ich dann irgendwann erfahren habe: Ach so, ich kann das Kapitel nochmal wieder. Ach, warte, dann spiele ich es doch weiter. Dank meiner investigativen Fähigkeiten haben wir diesen Skandal aufgedeckt, ja. Ja. Ja, also eigentlich wäre man eine Connor verrückt. Tja. Ja, nee, aber das war wirklich. Hey, wenn du mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, dass du cheatest, mein Gott. Ja, ist es cheaten, wenn es das Spiel offiziell anbietet? Ja. Nö. Doch. Nö. Das ist wie die Rückspulfunktion bei Rennspielen. Ist auch cheaten. Nö. Das, ne? Also, komm, wer stellt hier jedes zweite Spiel auf leicht? Das mache ich immerhin, ne? Fahre ich jedes zweite. Naja. So. Nee, aber tatsächlich, also ich möchte jetzt nicht viel zur Story sagen, weil viel von der Faszination kommt halt eben aus der Story. Und schau ich den Film selber an. Und der Interaktion mit den Charakteren. Und was ich halt auch echt beeindruckend fand, war, du siehst ja dann am Ende immer, wie viele Entscheidungsbäume und so. Und da bin ich echt beeindruckt, wie viel es da tatsächlich gab. Klar, die Hauptstory, die Hauptereignisse bleiben zwar trotzdem ähnlich, aber in die Details unterscheidet sich dann teilweise so stark, dass mich das wirklich beeindruckt hat. Okay. Also es ist ja nicht umsonst in meiner Top 5 dieses Jahr. Es war wirklich ein cooles Erlebnis. Das und ich sage Erlebnis, weil Spiel, wie gesagt, war es für den Quicktime und mach mal hier Stick nach oben, bla bla bla. Aber als Erlebnis und interaktiver Film, muss ich sagen, kann ich es echt empfehlen. Es traut sich auch bei ein paar Sachen echt mutige Dinge. Androiden-Sex. Das meine ich jetzt nicht, aber... Verdammt. Ja. Nee, aber doch, also kannst du empfehlen, ist echt cool. Das Schlimme an dem Ding ist, das Setting als solches würde mich durchaus interessieren. Mhm. Also auch generell so diese Thematik, wo hört KI auf, wo fängt echte Intelligenz ein echtes Leben an und ja, so weiter. Ja, das ist halt schon sehr ausgetreten. Und ja, aber es ist generell eine Thematik, die mich interessiert, die mich anspricht.
aber ich kann einfach mit diesem interaktiven Film nichts anfangen und allein schon, weil Quantic Dream und David Cage draufsteht, hat es bei mir schon sowas von dermaßen negativ steil im Brett. Mhm. Habe ich ja vorher auch gedacht, aber nachdem mir so viele Leute empfohlen haben, so, ja, ich mochte die vorher auch nicht, aber spiel mal Detroit. So, und ey, du musst unbedingt mal Detroit nachholen. Die glaube ich auch eine Demo für. Ja, weiß ich nicht. Doch, ja, genau. Das ist die erste Mission mit dem Connor. Ja. Und das ist auch, muss ich sagen, auch eines der Highlights. Also es gibt noch andere, aber eine der Highlights. Wir haben das ganze Highlight in die eine Demo gepackt. Yay. Yay. Aber optisch ist es eines der Highlights auch, weil eben da bei Nacht draußen und so, da sieht es halt extrem gut aus. Okay. Und also ich muss sagen, ich war selber überrascht, dass mir sowas gefällt, aber es hat mir tatsächlich gefallen. Ja, ich mach's wie bei anderen Spielen, ich warte auf das PS Plus, weil wir haben ja auch schon die. Ja, das kann gut sein. Jetzt heißen davor. Ja, habe ich aber noch nicht gespielt, da mit der. Souls irgendwas. Boah, ey, heute fällt uns aber echt gar nichts ein. Alles, was wir nicht aufgeschrieben haben, das können wir uns nicht erinnern. So. Seht uns nach, wir haben schon lange Arbeit, Freitag, wir haben einen langen Arbeitstag hinter uns, es ist schon spät, also wenn wir nicht gleich alles parat haben. Irgendwas mit Souls war es auf jeden Fall. Dark Souls. Demon Souls. Nee, also das vorher von David Cage. Ja. Na? Two Souls? Beyond Two Souls. Ja, das ist zusammen kriegen wir es halt hin. Jeder weiß ein bisschen was. Teamwork! Ja. Soll noch mal einer sagen, nur die Eigenbrötler kommen wir weiter. So schaut's aus, ja. Team toll, ein anderer macht's. Ja. Das gab's ja auch irgendwann mal als Plus-Titel dann später. Genau. Und genauso wird es wahrscheinlich dann da auch machen, wenn es als Plus-Titel mal kommt. Nee, also ich wirklich, schau dir es mal an. Wenn magst, kann ich das auch mal ausleihen. Ja, weil, ist die billigste Variante als Schwab, finde ich gut. Nee, weil, also wie gesagt, ich habe ja selber gedacht so, boah ey, also eigentlich gar kein Gameplay und David Cage soll jetzt nicht der beste Geschichtenerzähler sein. Und, ja, es gibt auch ein, zwei Sachen, die sind sehr mit dem Holzhammer. David Cage ist der beste gar nichts. Und zwei, drei Sachen sind halt so vorhersehbar, aber trotz allem war ich irgendwie mit drin, weil vor allem der Hank zum Beispiel sehr, sehr, sehr sympathisch ist. Wer auch immer das sein mag. Hank ist der Partner vom vom Connor, da der Polizisten-Android. Okay. Und wird gespielt vom, oh Gott, wie heißt er denn? Der Bösewicht beim ersten Highlander. Der Bösewicht beim ersten Highlander, wie heißt er denn? Ich wollte doch Tom Clancy sagen, aber Tom Clancy ist natürlich Bullshit. Nee, aber so ähnlich. Clancy Brown. Ja. Genau, von dem, der macht es halt so geil. Allein deswegen lohnt es sich schon, das Spiel zu spielen. Ja, gut, Clancy Brown finde ich klasse. Ich fand als Kurgan fand ich ihn schon gigantisch. Ja. Genau, und der macht es auch doch. Okay. Naja. Echt ruhig. Ja. Zu denen sage ich jetzt nicht so viel, weil es Re-Releases sind, aber Donkey Kong Country Tropical Freeze ist ein echt sehr, 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 sehr gutes Jump'n'Run. Mhm. Wenn ihr es nicht schon auf der Wii U gespielt habt, lohnt sich tatsächlich für Jump'n'Run-Freunde nachzuholen. Ja. Es ist recht knackig, vor allem die Bosskämpfe teilweise. Mhm. Aber ein cooles Spiel. Also kann ich Jump'n'Run-Freunden empfehlen. Ich habe es damals tatsächlich auf der Wii U schon gespielt. Ich bin einer von den vier Leuten, die sich eine gekauft haben. Genau. Aber das ist echt cool. Ja. Das natürlich auch das Dark Souls Remaster nicht unerwähnt an der Stelle. Ja, wobei halt Dark Souls, da hat man schon so viel drüber. Also da würde ich jetzt einfach sagen, kauft's, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Ja. Kauft's, wenn ihr wieder Bock drauf hat. Oder lasst, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Genau, aber es ist halt Dark Souls. Mhm. Aber jetzt halt ein bisschen hübsch und ein bisschen stabilere Framerate. Genau, aber also ich liebe euch ja echt auch immer noch mit, weil nochmal Dark Souls in stabiler Framerate. Aber es gibt halt so viele neue Sachen, die ich noch spielen will, deswegen habe ich mir es tatsächlich noch nicht gekauft. Was ihr hingegen nicht kaufen solltet im Mai war Agony. Das habe ich aber selber nicht gespielt. Da hat man halt nur gehört, dass es wohl eines der schlimmsten Spiele aller Zeiten sein soll. Das hat wohl richtig da abgekackt. Ja. Aber und zwar sowohl vom technischen Zustand als auch vom Gameplay. Also von allem, ja. Ja. Damit kommen wir bestimmt schon in den Juni, oder? Schon noch was für Mai? Nö. Juni. Ah gut, Fallout Shelter, aber. Ja, Fallout Shelter, ursprünglich Mobile-Anwendung-Game. Ja, genau.
Ist ganz ein nettes Free-to-Play-Ding. Ich würde gerade sagen, ja genau, Free-to-Play, kann man mal reinschauen, ja. als Fallout-Fan sowieso. Und, ja. Ist halt so ein Aufbau-Dings mit Bunkerverwaltung mit Mikrotransaktionen, wenn du magst. Und, ja. Mikrotransaktionen, wenn einigermaßen weiterspielen möchte, ohne stundenlang zu warten, und Mikrotransaktionen, wenn... Ja, wobei der Punkt relativ spät kam tatsächlich im Vergleich zu anderen. Glück, ja. Bis dahin hat man eh schon keinen Bock mehr drauf wahrscheinlich. Ja, also so ging es mir. Also es war mal ganz cool für so 10 Stunden, wenn überhaupt. Era Demonstrando würde der Lateiner sagen. Genau. Ja. Also Juni.